bestimmt richtig Ärger. Oh, hoffentlich habe ich es jetzt nicht übertrieben. Moin Moin und Piu! Willkommen zum Woodblock Nummer 54! Hallo Thema. Hallo Leon. Na? Na, hat Bock? Ja. Aber ey, was ist das bitte für Wetter draußen? Ist so geil. So spül. Ja, ja, yeah. Ich hab grad so geölt. Timo mag spül. Nein, weil ich hab grad so geölt beim Hecke schneiden. Yeah. Ja. Hast du schon wieder Hecke geschnitten? Ich schneide nur noch Hecken. Ich werd geiler Bauer. Ich hab vorhin beim Einladen ins Auto noch eine lange Hose angehabt und hab dann gedacht, nee, ich lass sie lange nicht an. Geschleppt wird in kurzer Hose. Geschleppt wird in kurzer Hose, ja. Erstmal ein paar Brownies schneiden, oder? Erstmal ein paar Brownies schneiden. Ja, du musst mich gleich verarzten. Aber ich habe keine Pinzette hier. Oh. Ja. Mhm, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, oder? Ich muss mal auflegen, weil es ist wichtig. Nee, ich gehe. Mission erfolgreich, Timo ist geheilt. Splitter free. Yes, Splitter free, da mache ich jetzt einen Splitter-Effekt drauf. Naja. Wir fahren jetzt mal Proberaum, ne? Wo? Und dann? Yes. Wird eingeladen. Ach, schöne Sonnenbrille. Oder? Um was zu essen holen müssen wir noch. Tschüss. Man könnte meinen, es liegt ein Tag. Brother. Ein Tag zwischen dem ersten Videos, die wir gemacht haben, ja. Die wir gar nicht draußen gemacht haben, sondern nur drin. Aber stimmt, wir konnten gar nicht sagen, Leo guckt den Himmel an. Und jetzt? Boah, Wahnsinn, dieses Wetter. Ja. Fühlst du die Summer Vibes? Ich fühle die Summer Vibes. Ich habe die Sonnenbrille kurz beiseite gelegt zum Autofahren, gleich kommt sie wieder raus. Schön. Ja, Akustik Summer Vibes heute angesagt auf dem Woodybell in Sendenhorst. Ja, mittlerweile dritte Mal in Sendenhorst. Ja, aber erstmal Akustik und das ist auch unsere erste Akustik-Show, richtig, ne? Also als Woodshow. Ja. Ich zähle jetzt nicht, dass als wir Future Jam hießen, ja. Dazu. Ja, ja. Als wir mal vor Kult gespielt haben, oh, haben wir auch stimmt. Akustik gespielt. Aber als Woodship die erste Nicht-Hochzeit oder Geburtstag oder sowas Show Akustik. Weihnachtsmarkt, wir beide. Ja, aber okay, dann zu dritt. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben ein kleines Leck. Oh, jetzt fliegen die Tropfen hier aus. So in die oh mein Gott. Ich will jetzt nicht vors Gesicht halten. Scheiße! Ich glaube, man muss da mal in die Dichtung gerade. Da muss man bis leider weggedichtet werden, Goethe. Da. Da. Uli! Im Alter wird man undicht. Auch Uli wird inkontinent. So ist es leider. Aber. Da gibt's in der Apotheke weniger müssen. Wir haben 40 Minuten Fahrt jetzt ungefähr vor uns und jetzt wird noch ein bisschen Brötchen gesnackt. Ja, wir sind auf der Autobahn. Autobahn. Du hast ja richtig am Mund. Ich bin ja auch noch am Kauen. Du hast ja Brötchen im Gesicht. Ja, es regnet, aber jetzt nicht. Toll, ja, ist auch direkt ein Wasserfleck hier auf der Linse. Ja, gut, den mit dem Finger einfach was zu schmieren. Oh, guck mal, die ersten Mücken kommen schon. Ich habe Autan dabei. Nee, die stechen mir wieder in den Popo. Süß hier, schön hier. Regnet ein bisschen viel, aber das legt sich gleich. Nee, keine S-Volt-Akustik-Version. Ist auch spannend. Haben wir beim Pizza-Essen haben wir das Asteroid Akustik mal gemacht, ja. Und ich habe das schon mal in einem Livestream gemacht. Das ist interesting. Ja. Hm? Warum haben wir Mercury nicht? Oh, das wäre auch noch ein potenzieller Zugang zu. Ja, stimmt. Ja, einfach ein bisschen Jam.
mal festhalten, wie es ist, wenn es nicht regnet. Der Bullimann. Holt den Bulli ran. Der Bullimann. Ich bin der Bullimann. Ich hol den Bulli ran, hier tropft's. Oh mein Gott. Bis. Aber das kommt nicht daher. Doch, das kommt daher, oder nicht? Ja, doch. Also, ziemlich genau. Ziemlich sicher. Das heißt, ich fahre jetzt einmal den Wagen weg. Ja, ich mach Platz hier. Ja, mal, ob er Luft verliert. Ja, ich glaube, also nach dem Gig werden wir es wissen. Ja. Als ich mal einen Nagel im Auto hatte, habe ich das bei der Fahrt die ganze Zeit gehört. Und es war dann so, als wenn ich die ganze Zeit immer so Lag fahren, aber als wenn da mal so Rillen wären. Und dann habe ich geparkt und dann war ich zwei Tage später wieder da und dann war der Reise mal gekommen. Ja, schade, Schokolade. Ja, mal gucken, vielleicht geht es für heute noch, aber. Oder wir machen einfach ganz viel so. Leon, erläuter mal die Krise hier. Krise, was passiert? Was haben wir vergessen? Ach, die Akkus. Die Akkus sind vergessen. Nein! Jetzt gibt es einen Hochformat-Vlog. So, die ganze Zeit. Ich wünschte, meine Stimmung wäre genauso hoch wie das Format. Wir haben das ein bisschen niedergeschlagen. Heute ist der Organisationswurm drin. Ja. Das fing damit an, dass ich keinen Bock hatte, das zu planen und gesagt habe... Jetzt schiebst du die Verantwortung auf mich, oder wie? Nee. Das ist ja ich musste Leon schon sagen, ey, lass mal eine halbe Stunde früher uns treffen. Ja, genau. Habe ich ja gesagt, damit fing es an bei mir. Damit hat es angefangen, ja. Gut, gibt es einfach ganz oldschool einen Handy-Vlog. Ja, so wie früher. Und so 0,5 so. Yeah, 0,5 so. Das ist aber nicht 0,5 Grad. Ich hab nur 0,6. Erwischt! Was isst du? Okay, gut. Ja, es gibt wunderbare Falafel-Wraps. Das hätte ich jetzt auch sagen. Ja. Jetzt habe ich auch gekauft. Das Witzige ist, genau dieser Stand war bei einem Festival, wo wir letztes Jahr gespielt haben. Schau mal. Guten Tag, Philipp. Was ist denn da passiert? Wir versuchen es nochmal. So, deswegen machen wir es ganz schnell hier. Zack, zack. Wir haben gegessen. Check. War sehr lecker. Check. Falafel. Check. Habt ihr hier gesehen. Und jetzt bauen wir ab. Ein bisschen finales Schleppen.
War sehr schön. Wetter ist leider noch mal ein bisschen eingebrochen. Bisschen kalt. Bisschen kalt. Boah, da geht was. ja, und jetzt schleppen. Endlich. Moin. Hast du einen Akku gefunden? Hallo, ich bin Philipp und ich bin auch dabei. Der Fahrer. War nicht einmal drauf, ne? Ich glaube nicht. Macht jetzt Handyvlog oder was? Ja, bleibt ja nichts übrig. Ich hab heute einen Huhn auf dem Arm gehabt. Highlights. Also, hattest du es auf dem Arm? Ja, ich hab den Huhn auf dem Arm. Cool. Ja. Ja, liebes Woody Will, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir Woodchip haben heute Akustik gespielt. Das war ein anderes Gefühl. Timo, frei also, vorgetragen. leider keine Bilder wenig dabei. Abgelesen. Ja, ich habe ohne Text halt gespielt. Aber das Headless musste ich ablesen. Ich meinte jetzt eher dein Vortrag. Ach gerade. So, ach, ja. Echt? Ja. Ach, also. Nee, das wusste ich nicht. Na gut. Okay. Timo, give us the shit. Das war's mit. Woodblock Nummer 54. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gern was in die Kommentare und schaut euch alle anderen Woodblocks an. Checkt uns auf sämtlichen Social Media Kanälen aus. Und ich würde sagen, Schüsseldorf! Auf Woodyville! Doch. Aber egal.